Hallihallo, ich meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Torchlight nach fast anderthalb Monaten. Alter, ist das laut. Es ist aber nur auf 12% eigentlich. Ich mach's auf 6%. Nach anderthalb Monaten spiele ich dieses Spiel mal wieder weiter. Mich hat es tatsächlich sehr genervt. Also ich habe es jetzt schon angefangen, 12 Folgen aufgenommen, dachte ich mir, okay, jetzt zieh's durch. Also wir haben über die Hälfte, glaube ich, schon geschafft. Ja, ich bin am Struggeln. Torchlight ist jetzt nicht so eine Art von Hack and Slay, die ich mag, tatsächlich. Ich finde es eher nicht so gut, aus meiner Sicht. Auch Torchlight 2 und 3 gefallen mir tatsächlich überhaupt nicht. Das ist halt irgendwie eine andere Art Hack and Slay. Ich habe noch ein paar Mods installiert. Ja, die derzeit installierten Mods, die findet ihr sowieso immer in der Videobeschreibung. Smarter Pets and Minions, das hat man, glaube ich, schon ab letzter Folge besprochen. Das funktioniert, glaube ich, jetzt alles so, wie ich es wollte. Und was auch noch wichtig ist zu wissen, ich habe, wo sieht man denn das? Einstellung irgendwo, da, nee. Journal irgendwo, wo war das Journal? Tagebuch. Ich habe das über die Konsole, Steuerung, weil wir gehen die Konsole, Steuerung, Umschalt und Ö. Steuerung, Umschalt und Ö. Da ist die Konsole, sehe ich da irgendwas Interessantes? Nö. Da kann man die Difficulty einstellen. Ich glaube, irgendwas mit Z-Difficulty und dann 0 für normal, 1 für schwer, irgendwie sowas gewesen. Und habe das entsprechend angepasst. Es ist nämlich so an sich sonst nicht möglich, die Schwierigkeit zu ändern. Und mir war das einfach zu nervig, dass die Gegner einfach zu zäh wurden. Und das ist für mich irgendwie, naja, mag ich hier zumindest nicht, dass wenn die Gegner zu zäh sind, und ich einfach Ewigkeiten gegen die Kämpfe einfach sehr langsam vorankomme. Na, ich möchte das Spiel gerne jetzt langsam zum Abschluss bringen. Irgendwann mal. Und da hilft es nicht, dass durch schwer die Gegner einfach nur noch zäher werden. Ich habe in dem Game alles vergessen. Tatsächlich. Ach ja, ich wollte grün, glaube ich, nicht mehr mitnehmen, ne? Ich glaube, grün war verboten. Und dann schauen wir doch einfach mal. Ja, wie wir hier weitermachen. Achso, der ist wieder meiner, der ist bezirzt. Den Golem, der lebt noch. Ein riesiges Massaker im Prinzip. Aua, aua, aua. Wonder Health, da, die 1. Die 1 drücken für... Ich habe wenig Gesundheit. Oh, das ist alles Gegner. Okay. Ich habe keine Minions mehr gehabt. Guckt euch diese Gegner an. Warum sind die so strong? Kann mir das einer erklären? Die killen mich halt alle irgendwie. Ich weiß, ich habe irgendwie. Ab welcher Stelle es einfach gefühlt unmöglich geworden ist, hier zu kämpfen. Ah ja, 5 wäre Gruppenheilung gewesen wieder. Ich vergaß. Und 3 war, ich habe keine Ahnung. Mal vergessen. Was ist das hier? Ah ja. Gegenstände, die ich habe jetzt einfach nur in diesem einen Raum gekämpft. Das war so ultra lange. Super, Mann, Tank, perfekt. Die sind halt Level 21, welches Level bin ich? Ich hab keine Ahnung. Weg nicht. Sag mal, bin ich doof? Wo sehe ich denn mein Level? Charakterbogen. 21. Ich habe auch gleich wieder Level ab. Ja, ich bin mir echt unsicher, ey. So wirklich geil finde ich das Game gerade nicht mehr. Aber ich würde es schon gerne irgendwie zu Ende bringen. Hat so ein bisschen was von... Irgendwann will man ja auch was abschließen. Ich würde da noch den Strahlengolem beschwören, brauche ich aber Level 25 für. Ich habe eigentlich mega viele Begleiter. Oh, Hallöchen. Das ist schade, dass man da immer nur einen mit beschwört. Mit dem Skill.
mit der Wiederbelebung. Ich kann den leider trotzdem nicht verbessern. Ich weiß halt echt nicht mehr, was ich alles gemacht habe seit dem letzten Mal. Deswegen verzeiht mir, falls... Ansonsten gerne nachfangen. Verzeiht mir, was ich getan habe. Ich weiß nicht, was ich getan habe seit dem letzten Mal. Die sterben aber auch alle so schnell, die Diener, ne? Ich weiß nicht, vielleicht maxen wir die mal? Level 10 ist eh Maximum. Ein super Heiltrank. Ach ja, die sind die großen noch gewesen. Muss ich einfach direkt auf mich auch losgehen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich diese Mod installiert hatte mit den Zombies, dass die Zombies keine Haltbarkeiten, aber die haben keine HP-Leisten. Also habe ich den Mod nicht installiert. Dann habe ich das nicht getan. Das ist ja natürlich ganz cool, wenn die wirklich endlos halten und dafür halt einen Lebensbalken bekämen. Aber ich kann dich halt dann aber wieder hochheilen, ne? Wäre schon sehr praktisch. Und irgendwie sind wir die Dinger mal weg. Und die strugglen in der Ecke. Ja, ich habe halt auch überlegt, ob ich das Spiel einfach für mich so zu Ende spielen werde und einfach vielleicht noch das Ende zeigen werde, weil so im Prinzip, oder halt immer nur bestimmte wichtige Dinge, weil diese ganzen Zwischenetagen sind einfach, boah, super langweilig. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Floors gibt. Wenn es wirklich 50 Floors gibt, wie ich mir denke, dann habe ich da eh keinen Bock drauf. Ich würde ja gerne 26 Flure noch spielen, das ist einfach ultra langweilig. Ich weiß es nicht. Ich find's ultra, ultra langweilig, dieses Spiel gerade. Wo geht's denn hier lang? Ah. Ja, Torchlight ist leider, also es ist halt sehr alt, das merkt man. Ich darf das aber eigentlich nicht machen, ne? Die werden mich so killen. So, haben wir hier ein paar unserer Leute her. Und diesen Blitzzauber nutze ich ja auch kaum noch, ne? Ist mein Golem schon tot, oder wie? Scheinbar. Ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Weißt du, der Blitz ist jetzt auch nicht mehr so strong. Ich habe da bestimmt auch alle Punkte rausgehauen, oder? Außer einen. Und ich habe 6 Punkte da drin. Boah, ich weiß nicht genau, ob das sinnvoll ist. Ach ja, irgendwo konnte man die Punkte zurücksetzen, ne? Irgendwo ging das. Vielleicht gehen wir auf die Schlacht. Einfach wegswitchen. Oh, das ist aber auch Ewigkeiten. Ich mag es nicht, wenn es sich so zieht. Mecker, mecker, mecker. Ja, es kann sein, dass ich wahrscheinlich wirklich einfach für mich selber das Spiel zu Ende spielen werde. Oder beziehungsweise die ganzen langweiligen Passagen skippen werde. Das aufnehmen werde. Und das eventuell nachkommentieren werde. Khazaragul. Da steht Gift. Ah, der Schaden. Der Blitz war halt am Anfang echt cool, aber jetzt macht er irgendwie kaum noch Damage. Was sind schon 500 Schaden, wa? Dafür, dass das mein Mana so wegburnt. Sie haben eine Aufgabe. Ah ja. War wieder eine Quest gewesen. Ich würde sagen, gehen wir gleich mal zurück und holen uns die nächste, oder? Und auch, dass wir halt XP und Gold so viel verlieren, wenn wir sterben sollten, ist schon krass. Und wenn wir halt eine Stelle weitermachen wollen, das ist schon übel. Na gut. Torgnarf. Sie haben eine neue Quest gestartet. Absoluter Schrott, oder?
Ich wollte doch blau nicht. Ach, guck mal, hier ist die Potion of Skill back. Kann sein, dass ich mir die auch über den Command gegeben habe. Weil über das Spiel an sich funktioniert es nicht. Oder können wir die uns kaufen? Ich weiß gar nicht genau. Oder ich habe eine Mod-Seite, wo wir es uns kaufen können. Das kann auch sein. Wo ist denn die Tank-Tussi? Ja. Man kann sich für 900 Gold jetzt einen... Ich weiß nicht, ob wir das vorher auch schon konnten. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Stat Reset? Okay, wir haben einen... Wir haben diese Stat Reset Potions. Wo wir alle unsere Stats theoretisch resetten können. Oder halt auch die einzelnen. Falls wir uns irgendwie verskillt haben sollten. Was ist Stärke? Ist einfach ein Nahkampfschaden, ne? Keine Punkte mehr. Hier haben wir noch 2 Punkte. Ich kann auch den auf theoretisch auf Straight Dingensen gehen. Auf Nahkampf, ne? Pack ich ihm einfach diese fette Waffe rein, die ich hier gefunden habe. Den Gunst des Questors. Oh, why not, wa? Skill ihn mich einfach komplett um, wenn ich Bock habe. Crazy shit. Und dann könnte man theoretisch auf das hier gehen. Naja, mal gucken. Erstmal mache ich noch weiter. Und schau, wie viel Bock ich da habe, das zu machen. Ich finde diese ganzen Skills sind halt irgendwie nicht so geil, ne? Das ist so ein bisschen in Kombination mit der Schlacht. Vielleicht gehe ich wirklich auf Dingens und Skill ich komplett um. Entweder mit oder ohne Schild, blocken und parieren. Ein Glutstern wäre da auch interessant. Vielleicht wenn wir Level 3 25? 25 Cent gehen wir vielleicht auf dahin. Strahlgurt haben wir auch noch. Auch das ist cool. Let's go, packen wir erstmal da die Punkte rein. Aber wir sind halt nicht mal eine Etage runtergekommen. Gut, wir haben auch viel gequatscht jetzt in der Zeit. Aber so wirklich sonst interessante Sachen gibt es hier nicht wirklich, ne? Also, so zwischen den, ich weiß gar nicht, haben wir einen Boss? Ja, hin und wieder haben wir einen Boss-Gegner, ne? Eine Mimik. Wer hätte das gedacht? Also es ist einfach sich wirklich nur straight durch die Ebenen schnitzeln, ne? Und ich glaube, das kann ich auch ohne euch. Ich glaube, das kriege ich auch ohne euch hin. Und dann macht ihr echt viel Aua. Ah. Du schon wieder, Jasgul. Ich weiß, aber sowas ist jetzt auch nicht unbedingt was Besonderes, finde ich, ne? Das ist einfach ein kleiner Bossgegner. Und Schrein der Heilung. Wann gibt es denn sowas? Ein Fischloch. Ich werde aber nicht fischen in dem Game. Ist einfach nur super, super strange. Wenn ich halt keine Magie mehr habe. Also ich fand Beschwörung eigentlich schon ganz cool, aber irgendwie ist das in dem Game nicht so denn nice. Können wir uns natürlich auch die Mana-Tränke sparen. Und haben mehr Platz für Heiltränke. Die aber auch sehr teuer sind, ne? Oh, wieder eine Mimik. Nice. Die mag ich. Die droppen immer schöne Sachen. Ein glanzloser Augapfel. Käfig nächtlicher Ängste.
Electric-Schaden und Eisschaden. Hohes Angriffstempo. Oh, finde ich nicht verkehrt, wa? Auch einzig, auch einhändig. Ja, finde ich gut. Rüstung gegen pro Treffer um was? Weapon 3 Mana pro Treffer gestohlen. Let's go. Haben gleich eine kleine andere Waffe. Schon wieder eine Mimik. Erstmal die Rüstung. Oh, nice. Zurückwerfen und Rüstung ist auch nice. Okay, sieht schon wieder besser aus. Was ist das denn für Mist? Ah. Ich habe nichts gesagt. Ich bräuchte irgendwie mehr was mehr AOE-mäßiges, ne? Irgendwie ist mir das ja einfach zu wenig. Da muss ich nicht lang, oder? Oh doch, ich weiß nicht genau. Geht's hier noch lang? Geht's auch noch lang? Was haben wir da noch Schönes? Oh, den wollte ich auch gut Damage rein, ne? Meine Güte. Da haben wir hier noch was Schönes. Und jetzt Ende. Da ist Ende. Also müssen wir doch da hinten lang. Stammesskutum? Was ist ein Stammesskutum? Oh. Ah, die Waffe gefällt mir. Ein Kriegsschlägel. Ah, ist aber nur ein Schild. Wurde gestunt. Scheinbar. Und der gehört wieder zu mir. Das ist ja super nervig. Das finde ich super ekelhaft. Dass wir ständig diese Gegner bezaubern. Weil die greifen mich dann irgendwann wieder an. Ich kann einfach noch durchlaufen. Eine Mimik. Keine Mimik. Komm mal her hier. Mein Golem. Eine Balliste. Oh, gefühlt mache ich aber auch nie Damage, oder? Und die haben alle so viel Leben. Und ich mache so wenig Schaden. Und ich muss nochmal alle einzeln angreifen. Ist auch voll nervig. Schon wieder jemand verzaubert. Oh, super nervig. Ach, keine Ahnung. Spiel ist scheiße. Also es ist jetzt kein Hack and Slay, was ich gut finde. Ein Mana-Schrein. Ah. Soll ich mich einfach alle 2 Monate mal eine Folge auf, dann habe ich es auch immer durch. Wobei wir nicht eine Etage runterkommen sind, ne? Nicht eine einzige. Boah, das kann doch nicht sein, Alter. Wie lange geht denn dieses Spiel? Ich google das gleich mal. Guck dir das an. Ich kann doch hier nicht über 20 Minuten pro Stage verbringen. Das wären dann noch über 10 Stunden bis Ebene 50. Vielleicht geht es doch nur bis 30. Wäre natürlich viel einfacher. Wo kann ich die bedienen? Schade. Oh oh. Okay, die meisten sind gar nicht hinterhergerannt. Perfekt. Finde ich gut. Treppe da unten. Hm, dann können wir mal... Ja, mal schnell. Ich bin kurz neugierig. Torchlight. One. Loas. 35. Na, das kriegen wir hin. Wenn es 50 gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich aufgehört. Aber 35, glaube ich, sieht nach einer Menge aus, die überschaubar ist. Wir haben sie gefunden. Ich glaube, ich kann die Schmiede bedienen.
Bücher in der Bibliothek des Aufsehers haben alles genau beschrieben. Es sollte sogar möglich sein, die Verderbtheit zu entfernen, ohne die Stärke zu schmälern, die der Glutstein euch gegeben hat. Nehmt euren Platz auf der Plattform ein. Okay. Neue Quest, die Glutsteinschmiede. Das waren die Bösen, oder? Seid ihr hier, um euch uns anzuschließen? Ich wusste, dass ihr Ordraks Ruf letztlich folgen würdet. Meister Ulrich, ihr würdet niemals einer derart zerstörerischen Macht dienen. Der verderbte Glutstein trübt euren Geist. Wenn Ordrak die Quelle dieser Seuche ist, dann haben wir die Pflicht, ihn zu vernichten. Ich habe euch Pflichten gelehrt, Sinn. Aber nun ist es an der Zeit für eine neue Lektion. Mit Ordraks Macht können wir die Welt neu gestalten. Gott, trefft euren neuen Meister. Oh. Oh. Die ist wieder abgehauen. Die Syl. Wir sind schon 28, ja. Na gut, dann lässt sich das tatsächlich doch noch etwas... Ich werde es aber trotzdem wahrscheinlich so machen, wie ich es gesagt hatte. Da ich nicht durchrennen möchte, weil mir das, glaube ich, ziemlich killend wird, werde ich das Spiel... Ich werde die Flure... Ja, aber das ist eine Art Hack and Slayer. Oh, sorry, da bin ich gerade ein bisschen... Nee, gefällt mir nicht so. Ich werde trotzdem farmen. Ich werde versuchen, die Gegner zu killen. Dann, wenn ich nebenbei Streams gucke oder so, einfach ganz entspannt. Dass ich wirklich nur das Wichtige aufnehmen werde. Das Wichtige werden vermutlich irgendwelche Cutscenes sein. Oder vielleicht auch der Boss hier auf Ebene 28. Den ich ja killen soll. Und dann, ja. Wird's entspannt ablaufen. Und der ist schon wieder tot. Komm ich da rein? Aber wir werden erstmal noch diese Folge zu Ende machen, kein Ding. Ach, da. Das Loch habe ich nicht gesehen. Autsch. Grün kann weg, grün kann weg. Wir haben noch einen Sockelstein, ne? 3 Mana pro Treffer gestohlen, neuer Einschaden. Und das Rüstung verringern haben wir ja schon auf unserer Waffe drauf. Ich würde es ja gerne auch so im Zeitraffer machen wollen. Aber müsste ich danach bearbeiten, die Videos. Das wäre auch ganz, das mache ich aber auch ganz gerne cool, so, oder ganz cool, ganz gerne angucken. So eine Zeitraffer-Videos. Ein Kriecher. Ich treffe euch irgendwie nicht. Ah, guck mal, da haben wir Bela Tuck. Ich habe keine Tränke mehr. Müsste ich mal die da reinpacken, ne? Die super ultra hyper Tränke. Das war gar nicht die Mission, okay. War nicht die Quest Unit, die ich killen sollte. Und dann wollen wir uns einfach ein paar Level hochfahren, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind schon ziemlich underleveled. Weil die sind Level 23, ich bin Level 22. Ist jetzt nicht so das Beste, ne? Wir sollten eigentlich schon ein höheres Level haben. Oh. Ich habe wenig Gesundheit. Das stimmt. Komischerweise irgendwie alles von mir tot ist. Ist der schon wieder tot? Ist echt wieder tot gewesen, ja. Obwohl der eigentlich ultra viel Leben hat.
Haben sie ihn einfach easy weggenutzt. Der war woanders, kann auch sein. Ein beschädigter Augapfel. So. Naja. Gehen wir mal in die Stadt. Und schauen, wie der Typ ist, den wir killen müssen. Gibt es irgendwo ein Quest-Journal? Tagnarf. So, packen wir erstmal dir wieder alle rein. Weil es ist auch Müll. Ach, das waren die Rollen, ne, die ich jetzt nicht mehr brauche. Hallo. Hallo. Ja, würde ich sagen, meine lieben Freunde, machen wir das einfach so, ne? Machen wir das so, wie ich sagte. Wir sehen uns. Da werde ich ja ein bisschen nach unten grinden. Ja, vielleicht mache ich die Quest auch so. Ich meine, das ist ja wirklich nur immer wieder, wir sollen irgendjemanden auf irgendwelchen Ebenen killen. Ist jetzt tatsächlich nichts, was eigentlich relevant wäre. Naja, mal gucken. Gut, dann machen wir kurz eine Pause mit den Freunden. In der nächsten Folge von Torchlight sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.